Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Kurs. Das Thema ist Abschreibung von Sachanlagen. Was versteht man darunter? Als erstes, es handelt sich um Anlagevermögen, welches erfolgsneutral aktiviert wird. Beispiel: Ein Malerbetrieb kauft einen kleinen Lastwagen, wo er Leitern, Farbeimer und sonstiges draufladen kann und transportieren kann. Dieser kleine Lastwagen, der soll mehrere Jahre im Betrieb sein. So, das ist Anlagevermögen. Gegenstände oder Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, über längere Zeit im Betrieb zu verweilen. So hatten wir Anlagevermögen definiert. Was bedeutet, dass es erfolgsneutral aktiviert wird? Das bedeutet, man kauft es ein und bucht diesen Einkauf. Und das ist eine erfolgsneutrale Buchung, die ihr schon kennen solltet. So, dann wird es über mehrere Jahre benutzt und dieser Vermögensgegenstand, in dem Fall dieser Lastwagen, verliert jedes Jahr an Wert. Und genau darum geht es in diesem Kurs. Man ermittelt diesen Betrag, der rein buchhalterisch betrachtet. Das hat nichts mit dem Marktwert zu tun. Es gibt gesetzliche Vorschriften, nach denen dieser Wert ermittelt werden muss. Und diese jährliche Wertminderung, die muss jedes Jahr gebucht werden. Immer zum Geschäftsjahresende. So, und das nennt sich dann Abschreibung. Ja, und ich buche ja auch gleich die Abschreibung dazu. Und genau darum geht es, um die Wertminderung von Anlagevermögen. Selbstverständlich gibt es dazu auch rechtliche Grundlagen. Und dazu muss man sich nur merken, den Paragraphen 253 Absatz 3 Handelsgesetzbuch und den Paragraphen 7 Einkommensteuergesetzbuch. Das sind die zwei wichtigsten. Dann weiß man schon mal, wo man nachschlagen kann. Und da ist als erstes die sogenannte planmäßige Abschreibung beschrieben. Sprich, ich kaufe einen Firmenwagen und der verliert jedes Jahr an Wert. Ganz normaler Vorgang. Als zweites ist da die außerplanmäßige Abschreibung beschrieben. Sprich, wenn ich einen Unfall habe mit meinem Firmenwagen, dann ist der schlagartig weniger wert. Das muss außerplanmäßig abgeschrieben werden, diese außerplanmäßige Wertminderung. Dann gibt es noch eine dritte, das ist die Abschreibung für Substanzverringerung. Die werde ich hier nicht vorstellen. Das ist, wenn man zum Beispiel einen Steinbruch hat, der auch jedes Jahr an Wert verliert. Und sowas kommt in der Regel nicht vor und wird nicht abgefragt. Jetzt noch zu der Abkürzung AFA. Die steht nicht für Abschreibung für Abnutzung, sondern das heißt, aus Gründen, die mir schleierhaft sind, Absetzung für Abnutzung. Obwohl genau das gemeint ist, Abschreibung für Abnutzung. Und die entsprechenden Konten auf dem Kontenplan, die heißen alle Abschreibung. Und zwar an allen Kontenplänen, die ich kenne. So viel da dazu. Zur Übersicht über diesen Kurs hier. Es sind insgesamt 11 Filme plus diesen Übersichtsfilm hier und die habe ich so ein bisschen unterteilt. Als erstes werde ich höherwertige Wirtschaftsgüter abschreiben. Da mache ich als erstes eine kleine Wiederholung und zwar geht es um den Einkauf von Anlagevermögen und deren Buchung. Das solltet ihr schon in den absoluten Grundlagen gelernt haben, beziehungsweise in meinem Kurs Buchen, Buchen, Buchen. Und dann werden die Anschaffungskosten ermittelt. Und ich werde ausführlich erklären, was es damit auf sich hat. Die sind nämlich wichtig, die sogenannten historischen Anschaffungskosten, bevor man abschreiben kann. Also die braucht man zuerst. Und dann werde ich alle gesetzlich zulässigen Abschreibungsmethoden aufführen und erklären. Beziehungsweise die geometrisch-degressive Abschreibung ist im Moment nicht erlaubt, aber sie war schon mal erlaubt. So, dann kommt die Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter. Das ist ein Kapitel für sich und das wird ein bisschen längerer Film. Ja, und dann kommen Abschreibungen, die nur im internen Rechnungswesen eine Rolle spielen, aber trotzdem auch in Kursen des externen Rechnungswesens oft gelehrt werden. Dazu werde ich auf keinen Fall Übungsaufgaben machen. Da oben werde ich ein paar reinstreuen mit Lösungsfilmen. Ja. Und ganz zum Schluss geht es um den Verkauf von Anlagevermögen. Es kann ja auch mal sein, dass ein LKW nach 5 Jahren, der noch nicht ganz abgeschrieben ist, verkauft wird. Und das ist auch noch ein wichtiges Thema, das sehr gerne abgeprüft wird. Ich muss natürlich noch etwas voraussetzen.
Das erste ist, ihr solltet schon mal eine Buchung gesehen haben über den Kauf von Anlagevermögen. Ich werde es hier wiederholen, allerdings relativ schnell und zwar inklusive von Skonto. Dann solltet ihr schon mal Aufwendungen gebucht haben und ihr solltet den Unterschied zwischen Aufwand und Ertrag wissen. Und ihr solltet grundsätzlich wissen, was der Unterschied zwischen Bestandskonten und zwischen Erfolgskonten sind und was deren Buchungen bedeuten. Ja, und jetzt können wir loslegen mit den Abschreibungen auf Sachanlagevermögen.